präsentiere die ergonomische Arbeitshaltung meiner Frau. Hallo und gute Start in die neue Woche. Ey, wo bist du? Wo sind wir? Wir sind im Dunkeln. Nee, wir sind im Bunker. Nein, hier ja. Oben stehen wir geparkt, wie ihr letzte Woche gesehen habt, das schöne Natur. In und Hanstholm? Hanstholm sind wir nochmal. Wir genießen weiterhin Wetter und Welle und Wind. Und ich habe hier den Eingang zum Bunker gefunden. Das ist schon echt interessant. Das ist verrückt, was es alles gibt an Kammern und das riesig der Bunker. Ja, und jetzt sind wir auf kleiner Entdeckungstour. Okay. Hier. Da bin ich mal gespannt. Aber ich brauche auch was von deinem Licht. Soll ich dir das Stirnlampe geben auf den Kopf? Das ist vielleicht besser. Gerne. Ja. Nach rechts geht es in der Mitte rein. Also wenn hier das Licht ausfällt, ich kann das Licht mal ausmachen, dann ist es auch echt dunkel, ne? Ui, wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Ne, also unter der Erde ist dunkel. Und es geht hier, der Gang geht rechts und links ewig raus, mit beider Seite richtig viel Kammer. Nicht, dass ich in ein Loch trete. Was ist hier? Ich weiß nicht. Da ist wieder eine Kammer. Die Richtung bin ich noch nicht gegangen. Verrückt, dass hier einfach Leute damals gelebt haben. Und ja, furchtbar. Vorstellen, dass man dann krank ist im Bier. Ich finde es auch jetzt noch gruselig. Ja. Aber es riecht auch so nach, hey, da ist wieder Licht, da kann man wieder raus. Ah, da kann man auch raus, ja. Was riecht es nach? Nach so Asche, wie wenn so Feuer irgendwie gemacht wurde. Und hier haben sie irgendwie Belüftungsrohre hingemacht. Schätze ich mal. Verrückt. Ich finde es trotzdem jetzt auch noch gruselig. Man denkt, wenn ich jetzt um die Ecke gucke, dann liegt da ein Skelett oder so. Hallo. Hier geht es eine Treppe wieder hoch auch, nach draußen. Und da geht es anscheinend ins Innere. Da gucken wir jetzt mal hin. Da ist ein bisschen matschig. Verrückt. Und was ist hier schon wieder alles? Boah, Riesen. Riesenraum. Ich kann es mal beleuchten im Raum. Hier die Treppe auch. Naja. Oder willst du reinlaufen? Leuchten mal den Raum. Das ist massive groß. Und da liegt irgendwie ein, weiß ich nicht, alter Aggregator oder sonst was. Da sieht man auch irgendwie Anschlüsse und hier Rohre, Abzug. Ja, was hier wohl abgelaufen ist. Spannend. Also wir gucken mal hier raus. Hey, wir sind wieder draußen. Boah, es windet hier. Es ist halt auch. Halt ihr voll. Du siehst lustig aus mit der Stirnlampe. Dann gehen wir wieder ins dunkle Loch. Yes, let's go. Lampe an. Gerne. Oh, das sind wir gut, danke. Ja, herrlich. Gleich freundlicher. Oh, willkommen im Grünen. Das ist doch schön. Lauft man so die Natur wieder ein. Das ist viel schöner wie dieses Beton. Hey, und da ist der Louis. Der hat die ganze Zeit auf uns gewartet. Gut, dann gehen wir mal einkaufen. Und dann ab aufs Wasser. Es ist wieder Wind, Sonne und Welle. Herrlich. Herrlich. Also ab aufs Wasser.
Wunderschönen guten Morgen aus Vorpommern. Hier wird durchgelüftet. Und getrocknet. Und getrocknet. Und ich habe ein T-Shirt an, nur. Verrückt, oder? Ja, es ist herrliches Wetter. Es ist kein Wind oder ein kleines Windchen. Es ist Sonne, es ist warm. Also so haben wir es uns vorgestellt. Ja. Und wir sind jetzt hier dabei, hier hinten alles auch zu trocknen, rauszulegen. Und schau mal, wie schön wir hier stehen. Wir stehen hier einfach in der Düne. Hier hinter der Düne ist direkt das Meer. Man hört das Meeresrauschen. Und ja, es ist einfach herrlich. Das war ein toller oder ist ein toller Schlafplatz. Und dahinter könnt ihr sehen, hat man Blick auf Forepeur. Wie schön das in der Düne versteckt liegt. Ja, einfach ein Traum. Machen wir es uns hier gemütlich und trocknen alles und legen alles raus so und würden hier was Videos drehen in der Düne für das Winguru-Kanal, damit da auch was Schönes online kommt und da ist hier natürlich ideal zum Filmen. Genau, so machen wir das und dann schauen wir sonst noch, was der Tag bringt. Wie herrlich! Wir haben die Decke endlich, oder die, wir haben die Decke rausgelegt und Mittagessen in die Sonne. Erstes Video ist aufgenommen. Erste Video ist aufgenommen. Das läuft richtig gut, ne? Also herrlich. So ein Ruhetag, also mein Tag nicht surfen. Wir irgendwie in Dänemark sind. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt kein oder ein bisschen windet, aber keinen Wind haben, dass wir gemütlich draußen in der Sonne festspannen können. Oh, herrlich. Ja. Also ich setze mich zu dir und dann geht's ans Festspannen. Herrlich. Okay, ciao, ciao. Guten, guten. Ich präsentiere die ergonomische Arbeitshaltung meiner Frau. Da sitzt sie. Sie isst dänisches Süßgebäck mit einem Espresso. Das alles am Abend. Traumhaft. Traumhaft? Ja. Du lässt es dir gut sehen. Tag wieder auf dem Wasser. Tut es gut. Ich lasse mir gut gehen. Mach das vor allem. So mache ich das auch. Ich trinke mit dir einen Kaffee. Und du hattest auch diese Stäbchen, nur die sind sie schon seit einer halben Stunde weggeführt. Stimmt, bei mir geht es immer was schneller, ne? Ja. Ja, du genießt wirklich davon und ich verzehre das einfach in no time. Du sagst immer, ich sag immer, oder? Ich sag, du musst es doch genießen, dann sagst du immer, ja, ich genieße auch. Jetzt sagst du doch. Ja, ich genieße halt schneller. Ja, okay, also ich genieße auf jeden Fall. Ruh dich auch gut aus, schaff schön und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, so guten Abend. Ciao. Und bevor ich nach Bett gehe, und geht auch, lass die Hose noch kurz zu. Bevor ich nach Bett gehe, müssen natürlich die Zähne geputzt werden. Nein, ich zeig denen mal meine neue Zahnbürste, weil ich so stolz drauf bin. Schau, tada. Ich hab das gegengeschickt. Mit schönes Schweinchen. Bigelchen, Schweinchen. Also wir haben uns Kinderzahnbürste gekauft. Warum eigentlich? Das frage ich mich auch. Du wolltest die unbedingt, wenn da ein Schweinchen drauf ist. Und sie sind kleiner. Oh, aber du brauchst auch ein Weiche. Ich brauche Weiche für mein Zahnfleisch und so. Für dein Zahnfleisch und so. Ich glaube vor allem eigentlich nur Kinder in dem Laden. Ja.
Und sie sind so grad lang genug, damit ich auch hinter am Kiefer komme. Und man muss ja irgendwie genau mit zwischen zwei Finger putzen, aber es geht. Ja, also das habe ich euch jetzt gezeigt. Ich liebe mein Schweinchen Zahnbürste. Bürste. Zahnbürste. Bürste. Brüste. Also, für du jetzt dann. Du mich auch noch liebst und nicht nur den Zahnbürste? Natürlich. Okay. Ich gehe mal Zähne putzen. Ciao, gute Nacht. Schon gesehen habt, sind wir wieder in Fourpeur. Kai war heute Morgen nämlich eine Runde Wellenreiten. Ja. Surffallen. Und es ist immer noch der gleiche Tag, aber man kann es nicht glauben. Die Sonne kam raus, es ist richtig warm. Ich habe andere Sachen an, weil ich geduscht habe. Frisch geduscht, frische Sachen. Und oh, jetzt hört man es nicht mehr. Die Musik. Ja, es läuft Musik. Ja, ich wollte gerade sagen, falls ihr es hört im Hintergrund, es läuft hier Musik, weil heute ist hier in Dänemark anscheinend Sommersonnenwende. Irgendwie anscheinend, naja, ich dachte immer in Deutschland ist es am 21. Hier ist es jetzt irgendwie... Später, ne? Was ist heute? Heute ist der 23. Anscheinend am 24. Aber heute ist es fest. Also da liegt auch Holz am Strand. Die wollen, glaube ich, später ein Feuer machen und da sind jetzt ganz viele Leute und Musik. Ich glaube, das gucken wir uns gleich mal an, oder? Ja, das machen wir. Dann schauen wir mal, was da abgeht. Da gibt es rote Würste oder irgendwie sowas. Das wollen wir holen. Wir haben aber keine Bargeld, kein dänisches, keine Kronen. Deshalb, hier ist ein Geldautomat und dann hoffen wir mal, dass wir Kronen bekommen, dass wir uns ein Würstchen holen können. Also das mit den Würstchen war irgendwie nix. Wollten Geld abheben, aber irgendwie mit unseren Karten, dann zahlt man allein 5 Euro nur fürs Abheben. Ja, dann ist dann eine teure Wurst, hätte ich gesagt. Jetzt spazieren wir doch hier zum Supermarkt. Müssten so 10 Minuten einfach sein. Ja. Und dann gucken wir, ob wir da was finden können. Irgendwie Würstchen oder vielleicht ein leckeres Stück Fisch. Weil wir haben noch Rest Kartoffelsalat von gestern. Und dann habe ich noch einen Grünsalat dazu gemacht. Und dann dachten wir, braten wir irgendwas dazu an. Schatz. Ja. Alle Autos kommen uns entgegen. Ich glaube, wir haben das Feuer verpasst. Ich glaube auch, wir haben den Hauptteil der Attraktion verpasst. Ich höre noch Musik. Super. Und wir haben was gefunden, ne? Ja. Fischfrikadellen und Würstchen, die hast du in deinem Pulli irgendwie versteckt, ne? Ja. Hammer, ich habe so einen Hunger. Oh, ja. Da sind wir wieder. Endlich essen.
Ja. Und wir haben das Feuer doch noch ein bisschen gesehen. Was denkst du, bringt das Glück? Ich weiß nicht, ob das Glück bringt. Wenn man dabei ist, wenn das Feuer brennt. Einfach ein nettes Treffen, ja. Sommer startet. Herrlich. Ja. Richtig schöne Stimmung. Und es sieht noch aus, als wäre es früh, aber wie spät ist es? Es ist fast 8 oder 8. Nein, später glaube ich. Schau mal drauf. Ich guck. 9. 9. Es ist 9. Und ihr seht, wie das Licht hier noch scheint. Wahnsinn. Verrückt. Also schnell essen, hätte ich gesagt. Oh, es ist angerichtet. Ich habe Hunger. Oh. Soll ich dir auch Schokolade geben? Ja. Reicht. Es ist ein bisschen eng auf dem Teller. Einen guten. Guten. Guten Morgen vom Limfjord. Da haben wir übernachtet. Wir stehen direkt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir stehen direkt am Wasser. Die Sonne scheint. Es windet ein bisschen. Aber was ganz abnormal ist, der Wind ist warm. Ich stehe trotzdem hier im Top. Lange Hose. Aber es ist herrlich, traumhaft. Du hast zum ersten Mal deine Bordschuhe ausgepackt. Ja. Gut sieht's aus. Der sommerlich. Sommer ist auch im Norden angekommen. Herrlich. Und wir sind hier gestern Abend angekommen, da war kein Wind, nachts hat es irgendwann angefangen. Dann sind wir beide wach geworden, weil irgendwas geklappert hat. Und wir sind schier verrückt geworden. Jetzt heute Morgen haben wir erst gemerkt, dass es diese Flagge hier ist, wo dieses Seil immer an den Mast schlägt. Vielleicht hört ihr es? Naja, ist wie so eine tickende Uhr gefühlt. Jetzt machen wir uns abfahrbereit und wir fahren ein kleines Stückchen weiter hoch nach Amtoft. Amtoft, ne? Amtoft. Amtoft. Und da wollen wir eine Runde Wingen gehen. Ohne Welle. Was? Mal wieder. Ja, mal wieder. Zur Abwechslung. Ohne Welle, mal Flachwasser. Und wollten da so eine kleine Tour fahren. So ein bisschen nach oben kreuzen. In so eine Bucht rein und dann wieder zurück. Bin gespannt, wie unsere Wingtour dann wirklich abgelaufen ist. Ja. Erfahrt ihr nächste Woche. Dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Ja. Ich kampf so lange hier mit unserem Vorhang. Ja, im Wind zusammenlegen. Ist nicht so praktisch, aber so ist es. Ja, wir genießen es voll, freuen uns über die Sonne und ja, wir hoffen, euch geht's daheim gut. Geht's da auch gut, genau. Ihr habt nicht zu arge Hitzewelle in Deutschland und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin. Nach dann.